Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einer neuen Serie auf meinem Kanal. Ich bin TheCreeper03 und wir spielen eine neue Serie, neues Let's Play, halt, wie ich schon gesagt habe, auf einem neuen Server. Diese Serie wird unterstützt durch Product Placement, nein, okay, unterstützt sie auch nicht. Wir spielen das Nitrado Winter Event 2015. Yay. Oh, lag. So, okay. Ja, wir sind hier. Warum sind wir hier? Egal. Eigentlich müssten wir oben spawnen. Let's Event beginnen. Yes. Eigentlich müssten wir jetzt da hier oben spawnen, das ist jetzt das Tutorial, was wir jetzt auch nochmal durchgehen werden. Erstmal so auf den Boden. So, eigentlich sollten wir hier spawnen. Also hier. So. So. Können wir mal Thumbnail benutzen dann. Dieses Let's Play wird auch täglich kommen, mit längeren Folgen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich jetzt 20 Minuten Folgen mache oder Aufnahmesessions. naja. Herzlich willkommen zum Nitrado Weihnachtsevent 2015. Bitte folgen Sie der Treppe nach unten. Ich lese jetzt zwar noch alles vorne. Karte. Diesmal tauchen wir in eine wunderbar weihnachtlich dekorierte Welt ein, in der es viel zu entdecken, zu erkunden gibt. Belohnung. Jeder Erfolg belohnt dich mit einer kleinen Menge Nitrado-Guthaben. Gib /Nitrado ein, um deinen Account zu verknüpfen. Zunächst erwarten dich Gutscheine und Partner unserer Partner Raubtierbrause, PaySafeCard und Pizza.de. Buch. In deinem Inventar findest du ein Buch, welches dir Aufschluss über ausstehende und bereits errungene Erfolge gibt. Geschenksuche. Diesmal gilt es, verschiedene Geschenke zu sammeln und diese an bestimmten Punkten abzugeben. Die meisten Geschenke haben zusätzliche Effekte, die einem die Abgabe erschweren. Dazu kommen wir auch noch gleich zu den Geschenken. Geschenksack. Das ist der hier. Du kannst maximal 9 Geschenke tragen und an verschiedenen Orten abgeben. Falls du ein Geschenk nicht abgeben willst, kannst du es einfach aus deinem Geschenksack werfen. Kann ich mal reinmachen. Rechtsklick öffnet man das Teil. Kann man hier 9 Geschenke gleichzeitig verstauen. Und wenn man. Yay! Wenn man hier schon mal irgendwie linksklickt. Ja, wenn man hier linksklickt draufklickt. Schließe es automatisch und das Geschenk dürfte also wegfallen. Kannst du es nicht nachmachen. Kein Geschenk. Nee, Highscore. Durch die Abgabe von Geschenken erhältst du Punkte. Je mehr Punkte du erhältst, desto größer ist die Chance, zusätzliche Preise zu erhalten, die am Ende des Events verlost werden. Ja. Die Highscore-Liste kannst du auf der Website von Nitrado einsehen. So, das sind hier übrigens auch die Partner von Nitrado, Raubtierbrause, Pizza.de, Gigabyte auch, okay, und Nvidia. Und da unten nochmal die Wand, nee, die PaySafeCard. So, Schneemann-Invasion. Alle 3 Stunden findet eine Schneemann-Invasion statt. Hilf deinen Mitspielern, die Schneemänner zu besiegen, um ein goldenes Geschenk zu erhalten. Wie gesagt, zu den Geschenken komme ich gleich noch. Support. Solltest du einmal Hilfe benötigen, steht dir ein Team aus Supportern zur Seite. Nützliches Foto. Habe ich auch? Nee, guck nicht. Oh. Guck mal da oben. Schneemann-Invasion. Nützliches. Verwende stets die Dünnmap zur Orientierung und die vorhandene
und die vorhandenen Transportmittel. Vergiss die Reittiere nicht. Sie werden dir ebenfalls helfen, schnell durch die Welt zu reisen. Parcours und Minigames. Auch dieses Jahr gibt es wieder Minigames und Parcours. Wirf einen Blick auf die Dünnmap, um sie leichter zu finden. Die Map kann ich auch vielleicht gleich nochmal zeigen. Und nun viel Spaß beim Nitrado Weihnachts-Event 2015. Hier sind auch so die Befehle. Ja, das werde ich gleich noch machen. Mal schauen. Ich habe ja einen Nitrado-Account, dass ich da so ein bisschen das auffülle. Hier die Support-Befehle. Ja, wo kann man, dass man sich so Tickets erstellen kann. Und hier die Dünnmap. So. Ich werde jetzt mal ganz kurz slash Nitrado eingeben. Ja, da kommt man nicht mehr. Hübsch schnell, wenn ich Nitrado E-Mail oder schnell Kostenpartner. Nitrado. Jetzt muss ich das gleich nochmal ausblenden. Ach nee, habe ich nicht. Dann muss ich es doch nicht ausblenden. Dann muss ich es doch einfach ausblenden. So. Ja, naja, ich habe das halt mit dem Verknüpft noch nie gemacht, halt deswegen. Jetzt kriege ich auch immer schön Money. Wenn wir einen Erfolg erzielen. Ja, ich gehe mal. Achso, da steht ja noch was. Du kannst die Dünnmap nutzen, um dich zu orientieren. Auf ihr sind alle Verkehrsmittel, Minigames und Abgabepunkte markiert. Ich gehe mal kurz auf die Dünnmap. Also hier rechtsklick auf das Schild hier, ne? Dann hier auf das hier klicken. Yes. Ich hoffe, das stört jetzt die Aufnahme nicht. Dürfte aber eigentlich nicht. Der dürfte das jetzt im Hintergrund öffnen. Und ich kann euch mal zeigen, was für Reittiere wir haben. Oh. Yay! 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 Yay, ich hab 1 Cent bekommen. Uhu! Ja. Yay, ich hab 1 Cent bekommen. Wow. Oh. Ach ja, und die Minimap unten rechts werde ich ausblenden. Also ich werde die nicht benutzen. Halt Minimap. Ich werde die halt nicht so sehr gerne richtig benutzen. Das ist ein bisschen blöd hier mit den Koordinaten und hier dem Wither, dem umbenannten. So, ganz kurz. Ich stelle mich wieder so hin. Da, Chat. Und schau mal ganz kurz, dass ich das hier so hinkriege. Einen Moment. So, jetzt habt ihr auch hier die Minimap, die Dünnmap. Doch hier auch so eine Minimap einfach. Beziehungsweise ich kann die mal ein bisschen größer machen. Können wir mal kurz sehen. Hier. So. Wir befinden uns gerade. Kann man so machen. Wir befinden uns gerade. Wo befinden wir uns denn gerade? Ihr könnt die Player mal kurz anmachen. Wir befinden uns. Ups. Wo befinden wir uns denn?
man sieht, hier gibt es viele Orte. Ich glaube, das sind die ganzen Geschenke, die hier angezeigt werden. Ach, da sind wir. Hier befinden wir uns in einem großen Schankloch. Ja, schön. Da sieht man auch Sigweeper oder nee. Da sieht man auch Spawn. Und hier gibt es jetzt, da müssen wir jetzt als nächstes hin. Hier hin, glaube ich. Ja, genau, hier müssen wir als nächstes hin. Hier werden, glaube ich, sogar schon die Geschenke angezeigt, alle. Finde ich nice. Da sind wieder die Orcas. Das ist, diese Events finden halt jedes Jahr statt. Ich werde das mal, mal so. Diese Events finden halt jedes Jahr statt. Und, immer zu den Events gibt es halt, Also diese Events finden halt jedes Jahr statt. Und ja, ganz kurz, nicht, dass es da irgendwie nervt. So, diese Events finden halt jedes Jahr statt. Und ja, dazu gibt es halt immer diese Maps. Wie geht's weiter? Im großen Baum siehst du die verschiedenen Geschenke, die du finden kannst. Die Geschenke sind. Heck. Okay. Die Geschenke, die du finden kannst. Die Geschenke sind überall auf der Welt verteilt. Außer in den Tiefen der Wälder, in Gewässern und in den höheren Etagen von Hochhäusern. Nice. Und ich weiß, dass hier eigentlich ein Geschenk sein sollte. Mano. Okay. Egal. No. Hab mir nämlich schon hier die Einführung angesehen. Hier finde ich es aber. So, das sind die Gutscheine. Da müssen wir hin. So, hier. Normales Geschenk gibt 100 Punkte. Das normale Geschenk hat keine besonderen Eigenschaften und sieht so aus. Wow. Das feuchte Geschenk hört sich falsch an und gibt 125 Punkte. Das feuchte Geschenk lässt dich unter Wasser atmen und muss an Abgabeorten im Wasser abgegeben werden. Na, Glückwunsch. Magisches Geschenk, 150 Punkte. Das magische Geschenk teleportiert dich beim Aufsammeln an einen anderen Ort. Das finde ich nicht so schlimm. So. Ein unsichtbares Geschenk. Siehst du in der Ferne ein Glitzern, so befindet sich an dieser Stelle ein unsichtbares Geschenk. Sobald du nah genug bist, wird es sichtbar und du kannst es einsammeln. Schade, hier funktioniert es nicht an. Das zerbrechliche Geschenk, mein persönliches Favoritgeschenk, weil es eine kleine Herausforderung ist, gibt 175 Punkte. Das zerbrechliche Geschenk kann kaputt gehen, wenn du Schaden erleidest. Das finde ich richtig lustig. Dunkles Geschenk. Das dunkle Geschenk lässt sich beim Aufheben erblinden. 200 Punkte. Jetzt kommen wir, glaube ich, genau, jetzt kommen wir zu den Geschenken von den Okay. Befristetes Geschenk. 250 Punkte. Um das befristete Geschenk abzugeben, hast du nur eine begrenzte Anzahl an Schritten zur Verfügung. Das finde ich scheiße. Da ich ja immer ein bisschen erkunden will und da ist ein Puff. Weil ich halt immer so ein bisschen erkunden will und rumlaufen will. Und meistens auch immer gegen Häuser laufe und immer um Häuser herumlaufen muss. Naja, schweres Geschenk, das ist auch scheiße. 250 Punkte. Das schwere Geschenk verlangsamt dich. Geht man nicht mal so. Muss man, glaube ich, noch langsamer, als wenn man sneakt. Klebriges Geschenk. Mit einem klebrigen Geschenk kannst du weder springen noch Reittiere verwenden. Falls du nicht weiterkommst, schmeiß das Geschenk aus dem Beutel. Das ist richtig nervig. Aber oh, wird auch richtig lustig. Also ich freue mich schon aufs Geschenke sammeln. Aber wie gesagt, ach ja, ich habe da noch nicht reingeguckt. Hier. Erstmal gehen wir hier die ganze erstmal gehen wir die ganzen Sachen hier ab. Geschenke. Wir wollen halt so ein bisschen hier die ganzen Erfolge und alles hier durchgehen.
Das sind jetzt hier die Gutscheine, also von den ganzen Nitrado-Partnern, von Raubtierbrause, von Pizza.de und von der PaySafe Card. Und jetzt kommen wir zum besten und wertvollsten Geschenk: das goldene Geschenk. Das goldene Geschenk bekommst du durch die Teilnahme an einer erfolgreichen Schneemann-Invasion. Gibt 500 Punkte. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt ein bisschen erkunden. Geschenke sammeln wir nebenbei auch noch ein. Und ja. Und ich wünsche euch mal viel Spaß beim Zuschauen. So. Erfolge. Ich kann doch mal gerade mal ganz kurz, komm, das bin ich, das lasse ich noch mal eingeblendet. Mache ich auch mal aber ein bisschen kleiner. So. Die Minimap hier. Ganz kurz. Nimmt denn überhaupt auf? Na egal. So. Mal schauen, wo sind wir? Da sind wir. Im Spawn noch. Digitaler Geldbaum. Glückwunsch. Okay. Also in Richtung Osten. Links, also Richtung Nordosten und Südosten. Von uns jetzt gesehen, ne? Da sind Orcas. Ganz kurz. Genau, Richtung Nordosten und Südosten ist ein Geschenk. Ups. Ich lasse das mal so, ne? Ist doch ganz nice. Ich glaube, das stört ein bisschen, wenn man immer kleiner. So. Habt ihr auch so eine kleine Minimap jetzt? So, Nordosten und Südosten. Wo ist Osten? Osten ist da. Also in diese Richtung irgendwo. Nordosten. Genau, ich kann mich erinnern. Es hat genau die gleiche Map wie beim Oster-Event 2015. Das war hier. Hier war irgendwo eine Bahn. Und hier muss jetzt irgendwo ein Geschenk sein. Ihr habt ja jetzt die Minimap, ich nicht. Also ihr gebt euch jetzt gerade bestimmt Facepalms und sagt, oh Mann, bist du ja dumm. Aber ich habe gerade keine Minimap und noch keinen Plan, wo wir lang müssen. Die Minimap liegt gerade nicht. Dann erstmal die Seite restartet. Wo bin ich? Da. Okay, jetzt muss ich einfach nur Richtung Süden. Richtung Süden latschen. Wo ist Süden da? Also hier irgendwo im Haus, habe ich mir schon gedacht. Ach, das dürfte der Geldbaum sein. Stand ja digitaler Geldbaum. Also hier irgendwo im Haus. Muss das sein? Wahrscheinlich ist das so ein unsichtbares Geschenk gerade, ne? In der höheren Etage. Aufwärts. Ich mag diese Wasserrollsteuer. Wasser. So, und dann kommt so. Nice. Weil man jetzt schon an diesem wunderbaren Beispiel gesehen hat, es gibt auch Fallschaden. Wahrscheinlich da ganz oben. Ich gucke erstmal hier nochmal. Aber es wurde ja gesagt, es gibt keine Geschenke in höheren Etagen. Abwärts. Ich schau grad nochmal ganz kurz. Ich muss weiter in Richtung Süden. Das ist. Weiter in Richtung Süden. Hey, die macht diese Wasserfahrstufe. Hier irgendwo beim Baum, ne? Ich schau grad mal ganz kurz auf der dünnen Map. Hier ein bisschen weiter Richtung Süden.
Da hinter dem Baum. Hier. Hier muss es sein, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich halt auf dem Baum, ne? Die Wolle-Dinger sind keine Geschenke. Merke, wie wild auf Geschenke. Wo ist die abwärts? Und ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht zu leise, da ich jetzt den Ingame-Sound ein bisschen runtergestellt habe für die Aufnahme. Da ich immer zu laut war. Also, naja, nicht das Spiel zu laut war, meine ich, ne? Ich halt zu leise war. Und deswegen. Naja. Ich hoffe, man verliert ja auch keinen Hunger. Das ist nämlich mega ätzend. Und ich hoffe, hier sind noch keine Monster. Ich gehe mal hier ganz kurz den Baum runter. Vielleicht gibt es ja hier auf dem Baum irgendwie das Geschenk. Schätze. Ich hoffe, da schneide ich raus. Das Mal hat er nur so eine Nies-Attacke einfach. Ich denke auch wieder die Rolltreppe falsch. So, egal, komm. Ich wollte eigentlich erkunden. Wow! Ja. Stichwort erkunden. Nee, was war denn das? Aufsatteln? Spaziergang hier, ne? Ach cool, ich bin 1 Kilometer gelaufen. Wow. Naja, hier ist halt die U-Bahn. Es gibt halt verschiedene U-Bahnen, womit man sich an bestimmte Orte teleportieren kann. Hier U-Bahn-Stadtzentrum. Autsch. Welche müssen wir jetzt fahren? Ganz kurz, können wir das Spiel ausblenden mal. Wir wollen wohin? Warte mal, das ist... Das führt zur Haltestelle Messe. Zur Messe. Tradobaum. Hafen oder Messe? Oder Flughafen? Wo gehen wir denn mal hin? Ups, ups. Das war dich. Lass mal ganz kurz schauen. Okay. Aufnahme ist nicht. Bürgerliche Burg. Finde die Burg in der Altstadt. Besuche den Hafen. Dschungel. Großer Tempel. Königlichen Stall, Burg, mittelalterliche Hotel, Weihnachtsmarkt, Pferdebahn, Zirkus Maximus, Pompeji, das Spawngebäude, die Trado Arena. Na komm, machen wir nur Fliegen, ist schöner, ne? Obwohl ich kann ja direkt ein paar direkt abgehen. U2. Nächste halt ein Messe. Wollen wir mal zum Messe kommen. Muss man einfach nur reingehen. Und wird direkt schon tippet. Und was ist viel gereist? Kann ich das so ansehen? Nee, schade. Viel gereist. Ist das einfach mit der Bahn einmal fahren? Nutze ein öffentliches Verkehrsmittel. Noch mehr gereist. Ach so, alle. Wunsch. Eine Nacht in Echtzeit im wilden Eber. Glückwunsch. So, wir sind in der wir sind bei der Messe. Wenn wir erstmal rausgehen. So machen wir es halt, also ist das halt so, muss man halt immer die U-Bahn fahren, um halt alles zu erkunden. So verdient man auch Nitralgeld, das ist sehr schön. Das dürfte die Messe sein. Glaube ich. Städte. Ding. Messebesuch, sehr gut. Messestockwerk umfasst für 85 Spieler, die mitgebaut haben. Wow. So.
wieder zurück. Wir wollen halt alles ein bisschen besuchen. Da sieht man erstmal die schöne Innenarchitektur. Immer wieder gleich. Also Zimmer immer wieder gleich. So. Hier ist U-Bahn-Logo, finde ich auch schön. Naja, okay, gehen wir jetzt wieder runter zur U-Bahn. Autsch. Stimmt, das gibt ja Fallschaden. Stadtzentrum, da will ich nicht hin. Ich will Hafen. Zum Hafen will ich. Steigen wir in diesen Waggon ein. So. Okay. Dann wieder hoch. Wie eh und je. Ich mag Schiffe. Yay. Jetzt wollen wir noch zum Flughafen. Der war wo? Das sieht man übrigens glaube ich gar nicht so richtig, ne? Okay, zum Flughafen müssten wir. Wo sind wir denn jetzt? Players. Haltestelle ist Stadtzentrum, das stimmt nicht. Guck nicht, da bin ich. Haltestelle Hafen. Das ist eine Anlegestelle, kann ich mit dem Schiff fahren? Ist noch da oben? Nee, das will ich nicht. Ich will hier zum Flughafen. Hier ist der beste Weg. Theoretisch mit grün wieder zurück. Ja, nur wieder zurück. Okay, ist halt auch wie letztes Jahr einfach hier immer die ganze Zeit so ein bisschen rumsuchen nach dem besten Weg. Die Minimap bringt eigentlich genau gar nichts, sehe ich gerade. Ich hoffe, das hat jetzt gerade nicht die Aufnahme abgeschmiert. So. Und ich nehme jetzt auch mit dem neuen Programm auf. Nächstes halt eine Messe, fährt im Stadtzentrum, sehr gut. So, müssen wir zweimal umsteigen. Nice. Fährt bis Hafen. Aktuell hat ein Messe. Nächstes halt Stadtzentrum. Yay. So, Stadtzentrum. Haltestelle Stadtzentrum. Sehr gut. So. So, jetzt dürfen wir Stadtzentrum sein, ne? Ach ne, wo gehen wir hin? Müssen wir jetzt mit Rot fahren. So. Ganz kurz, ich kann euch mal ganz kurz hier den Lahmgaul zeigen. Das ist ein ganz normales Maultier. Ist das besser als Rennen? Ich erkenne das gerade nicht. Ich glaube, hier müssen wir runter. Genau. Nächstes als Stadion. Können wir auch noch hin. NASA-Gelände. Das gibt's ja auch noch. Stimmt ja. So, damit können wir uns, glaube ich, durch die Wand backen. Wie letztes Jahr. So, Haltestelle Flughafen. Sehr gut. Weil letztes Jahr war es nämlich so, wenn man sich mit einem Esel, also mit einem Reittier hier so in die Ecke gestellt hat und so, dann konnte man, wenn man so. Mann, das geht nicht mehr. Ich glaube, das wurde sogar schon gefixt. Da könnte man sich nämlich mal schön durch die Wand backen. Das wäre lustig. Und WC. Ups. Was? Ditch. Bücher, Zeitschriften. Ne, ich will einfach nur raus hier. Da hinten ist die Treppe. Wie auch bei jeder Flughafen, U-Bahn-Station. Also U-Bahn-Station, die zum. Yeah, nur fliegen ist schöner. Hoho. So, jetzt fangen wir NASA-Gelände oder Stadion. Komm, wir fahren direkt mal zum NASA-Gelände. Ist zu rot. Dann. Und ich hoffe, man hört auch meine Tastatur jetzt nicht zu sehr. Und ich hoffe, ich rausche jetzt auch nicht zu sehr.
Ich hoffe, ich bug jetzt auch nicht zu sehr. Nee, nächster halt Stadtzentrum, fährt bis Stadion. Achso, der fährt zurück. Nee, dann fahren wir erstmal zum NASA-Gelände. Fährt ins NASA-Gelände. So. Haltestelle, NASA-Gelände. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gab. Letztes Jahr war ich halt auch schon im NASA-Gelände. Da ist direkt dann noch der schon der Dschungel. Da können wir dann auch mal besuchen kurz. Letztes Jahr war es halt so, ich konnte nicht überall hin. Da man erstmal, damals muss man Eier suchen, um weiterzukommen. Und da konnte man nicht überall hin. Ich hoffe, das ist diesmal jetzt nicht so sehr so. Aber wenn es so wäre, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Jetzt sind wir im NASA-Gelände, da dürfte das, genau, das ist NASA-Gelände. Ist gesund, hier runter zu springen. Zu springen. Egal, komm. YOLO. So. YOLO. Ah ja, ich glaube, letztes Mal gab es auch Fallschaden. Und wenn man damals starb, dann kommt man wieder zum Spawn, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau, man kommt zum Spawn einfach, wenn man stirbt. Aber erstmal wollen wir das noch nicht austesten. Erstmal. Wir werden noch einfach so just for fun mal sterben. Oh. Was ist das? Was war das? Pizza.de? Was? Achso, zerbrechliches Geschenk. Ach du Scheiße, zerbrechlich. Ach du Scheiße. Zerbrechlich. Okay. Ich meine, die zerbrechlichen sahen anders aus, aber egal. Jetzt dürfen wir keinen Fallschaden mehr nehmen. Oder überhaupt Schaden. Wo war denn jetzt der Eingang? Da hinten, ne? Da, genau. Gut, die NASA hat auch einen Weihnachtsbaum. Militärisches Sicherheitsgebiet. Egal. Das ist noch ein Geschenk. Ein feuchtes Geschenk, glaube ich. Feuchtes Geschenk. Das ist ein Panzer. Ich will den Panzer fahren. Manu, Panzer. Los. Panzer fahren. Ich will Panzer fahren. Manu. Mann. Ich will Panzer fahren. So, NASA-Gelände. Wo ist dahin, ne? Da rein, glaube ich. Nice, wir haben schon zwei Geschenke gefunden hier im NASA-Gelände. Oder wo war das erste Geschenk? Egal. Wo müssen wir lang? Das sieht jetzt natürlich alles komplett anders aus und das letzte Mal, als ich hier war, das war Ostern. da geht's glaube ich Richtung Dschungel. Noch ein fettes Gebäude. Da ist die Tür. Nee, ich doch nicht. Oder? Ja, warum komme ich da nicht rein, Manu? Nein, das geht nicht. Ja, ach, ey. Hä, wo geht's denn hier rein, dieses fette Gebäude? Und warum kriege ich den Erfolg fürs NASA-Gelände nicht? Fuck! Scheiße. Ach Mann, oh Mann. Ach Mann, oh Mann, das schöne zerbrechliche Geschenk. Vielleicht hast du mal gegeben, weiß ich nicht. Ich darf jetzt nicht in das Mikrofon pusten. Also. Schon das Mikrofon weggehalten. Noch ein Panzer, ich will Panzer fahren. Panzer fahren, sollte Panzer fahren. Ich will Panzer fahren. Warum kriege ich den Erfolg fürs NASA-Gelände nicht? Oder habe ich den schon gekriegt? Jetzt steht ja so hier, NASA-Gelände schon erhalten. Gibt's da überhaupt,
Verkehrsunfall. Wo war da nochmal der einzige Mini? Ganz kurz. Die NASA-Rakete. Ach so, wir müssen zur Rakete. Oh. Übrigens, falls ihr hier auch spielen wollt, dieses Event ist befristet, ne? Und die IP zu dem Server werde ich auch in der Videobeschreibung unten unterm Video verlinken. Wo ist denn die Rakete jetzt? Ich war da schon mal, ich bin auch schon mal hochgeklettert, bin auch schon mal runtergesprungen und bin auch schon mal gestorben. Wo war die Rakete? Da hinten, ne? Oder? Boah, Alter, ich hab's komplett vergessen. Ja, okay, damals sah das also alles komplett anders aus, nicht so verschneit wie jetzt. Da ist die Rakete. Mal Satellitenschüsseln. Die haben mich gerade so ein bisschen an Just Cause erinnert. Satellitenschüsseln. Da komme ich natürlich nicht rüber, oder? Lol. 3, 2, 1, ich komme hier nicht rüber. So. Ach Mann, ich komme hier nicht rüber. Ich will da. Komm, das gönne ich jetzt uns mal. Wir versuchen da jetzt einzubrechen. Das ist noch ein Geschenk, ich glaube, das ist auch ein feuchtes Geschenk. Ja, feuchtes Geschenk. Die sind ja nicht zeitbefristet oder so, ne? Ne. Sehr gut. Ich habe noch nie Geschenk gefunden. Nö, nö, gar nicht. Da steht ja auch nur. Ach nee, Server 19 ist das. Ich dachte. Weil ich weiß noch, beim. Ich glaube, das war so eines der ersten. Eines der ersten Events. Beim Alles im Weihnachts-Event von Nitrado stand da, glaube ich, mal. Statt dem Servernamen. Da hatten sie, glaube ich, noch nur einen Server. Stand da dann, wie viele man schon gefunden hat. Damals musste man auch noch Kekse suchen und keine Geschenke. Und wo kommt man hier rein? Mann. Junge. Hier rein. Ich will hier einbrechen. Mann. Und warum ruckelt das hier so ein bisschen? Nur wegen der Rakete? Ah, da komme ich rüber. Da komme ich rüber. Glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Ja, hier komme ich doch nicht rüber. Muss ich hier rüber? Ich muss halt ein bisschen Fallschaden einstecken. Das sind Pizza.de, ne? Oder nee? Das ist Dingsbrause hier. Raubtierbrause. Energybaum. Hier komme ich auch nicht rüber. Arg, ich will da zu der Rakete. Wie kommt man da zu dieser Rakete? Ja, diese Treppe war auch damals so löcherig. Oh Mann, jetzt muss ich hier, ich hoffe, beim Sterben verliert man die Geschenke nicht. Wahrscheinlich schon, deswegen gehe ich jetzt wieder runter. Wir haben ja kein zerbrechliches Geschenk hier. Also kann ich hier schön die Treppen runterjumpen. Schön, wenn man es in Movie Life auch macht. Ne? Immer schön die Treppen runterjumpen, jetzt nicht mehr. So, komm, wir gehen jetzt wieder zur U-Bahn-Station. Da oben ist erstmal so ein fetter Schneemann auf dem Gebäude. So. Da ist ein fetter Helikopter, mit dem ich wünschte, ich könnte damit auffliegen. Kann ich aber nicht. Ich würde mal sagen, nicht das. Ich würde mal sagen, wir bringen jetzt mal die Geschenke weg. Ach nee, ein Wasserparcours. Staudamm-Wikinger. Komm, da gehen wir mal hin. Zum Wikinger Staudamm. Kein Plan, wo der ist, aber egal. Das Stadion Stadt. Wo ist denn der Wikinger Staudamm? Abgabeorte. Wie sind die?
Ach so, das sind die Abgabeorte, die markiert sind. Oh. Ich dachte, hier wären schon die ganzen Geschenke markiert. Oh, toll. Baum der Erkenntnis. Wo ist denn hier der Wikinger-Staudamm? Okay. Hier ist die Wüste. Was ist das? Ach, hier ist der Wasserparcours. Könnten wir theoretisch mal hin. Aber ich, gibt es über Boote? Weiß ich nicht. Wo ist denn hier der Wikinger-Staudamm? Weißer Baum. Ach ja, Wikinger-Staudamm, okay. Dann muss ich entweder hier hin. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin hier. Dann muss ich dahin. Da ist das NASA-Gelände, Haltestelle. Dann muss ich. Ach, scheiße. Dann muss ich. Ja, ist ein bisschen so gucken mit U-Bahn und so, ne? So, von dieser Haltestelle bin. Ne, bei dieser Haltestelle bin ich. Dann muss ich. Muss ich, glaube ich, rot nehmen. Wo fährt denn, ich muss. Nochmal hin. Hier, ne? Da hin. Muss ich hier hin. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich hier hin. Dann kann ich die Strecke hier nehmen. Da muss ich hier hin. Zur Anlegestelle Stadt. Da muss ich hier hin. Anlegestelle Hafen. Da muss ich grün nehmen. Wo bin ich nochmal? Hier, ne? Genau, dann bin ich. Da muss ich, pink zweimal nehmen. Und dann einmal grün Richtung Hafen. Okay, pink zweimal, grün Richtung Hafen. Okay. Pink zweimal, dann grün Richtung Hafen. Südwesten. Südwesten. Da lang. Ja, da ist noch die Straße. So, pink zweimal, dann grün Richtung Hafen. Ich hoffe, wir können überhaupt schon Boot fahren. Ne? Dass wir dann die Geschenke abgeben können. Sonst müssten wir manuell schwimmen. Das wäre scheiße. So. Ach nee, können wir auch nicht. Oh nö. Müssen wir erstmal wieder hoch. Na Glückwunsch. Das sieht doch cool aus. Kannst du sagen, was du willst? Das sieht cool aus. So. Ich weiß, ich habe jetzt ehrlich gesagt eine große Auswahl an Thumbnails. Und ehrlich gesagt will ich jetzt auch nicht zu viel machen, fällt mir gerade so ein. Ne? Die Folge soll nicht 2 Stunden gehen. Ich weiß gar nicht mal, wie lang die Stunde jetzt schon geht. Würde ich echt gerne mal wissen. Scheiße. Sehe ich denn das dann in meinem Aufnahmeprogramm? Zwei Gigabyte nimmt die Datei schon ein. Na Glückwunsch. Ich kann das nicht sehen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Na Glückwunsch. Okay, warte. Wir geben jetzt nur noch die beiden Geschenke ab oder ein Geschenk, um mal zu sehen, was dann passiert. Und da würde ich auch mal sagen, war es das mit dieser Folge, oder? Ich werde jetzt auch jeden Tag möglichst halt, komm, ich werde so machen, Aufnahmesessions gleich eine Folge, eine Aufnahmesession gleich eine Folge. Werde ich jeden Tag aufnehmen. Muss ich mich halt, muss ja, ah hier, muss ich halt nur noch dran denken. Lieder zweimal. Und dann ja. Und das dann okay. Muss ich hier jetzt zweimal lang fahren? Das Messer, ne? Ja, das Messer muss ich fahren. Gleich den Zug hier wieder zu nehmen, ist ein bisschen dumm. So, okay, und jetzt grün.
Also grün bis Hafen war das. Jetzt war pink, aber ich bin das sprunghaft. Alle 20 Meter ohne zu sterben. Ach du Scheiße. Was ist los? Ja, im grün bis Hafen. Stadtzentrum, Hafen. Und ich hoffe, wir können jetzt mit dem Schiff fahren. So, jetzt müssen wir hier raus. Das ist ein bisschen wie in Real Life, einfach hier die ganze Zeit U-Bahn fahren, so, ne? Um mal zu den ganzen Orten zu kommen. Nur dieses Sprint-Jump ist ein bisschen, naja, bisschen komisch. So, jetzt sind wir hier im, ach ja, Industrieviertel, da müssen wir auch noch hin. Kann ich mir ganz kurz nochmal hier den Erfolg abstauben. Geht das so? Das geht so nicht. Okay, ach komm, scheiß drauf. Da ist dann das Boot. Nicht, dass noch ohne uns losfährt. Ich weiß nicht, wie das gerade wie das verschiffen heißt. Ablegt, ne? Ja. Kiste irgendwie öffnen. Da ist schon die Ostsee. Hier muss ich lang. Und ja, wir konnten fahren, sehr nice. Ja, Mann. Da müssen wir, glaube ich, auch noch hin. Uhu. Nice. Da müssen wir halt auch noch hin. Was ist das? Das ist ein Geschenk. Was ist das? Ich hoffe. Eben das. Nee. Arg, wenigstens habe ich noch voll gekriegt. Mann. Ich bin so nah. Wo sind wir jetzt? Ich mach Züge. Hä? Schön. Ich suche den Bahnhof. Ich bin gerade am Bahnhof, ne? Glückwunsch. Schön. Das ist ein Geschenk. Schön. Wow. Wow. What the heck? Walter. Ja, nee, ist klar. Was war das denn jetzt gerade? Und wo sind wir hier? Da ist ein Schiff. Da ist noch ein Geschenk. Alter, was ist los? Du frisst das Geschenk, scheiße. Wie viel Zeit habe ich? Du hast noch eine Eilieferung. Manchi. Wo sind das? Ach du Scheiße, komm, das machen wir jetzt nochmal ganz schnell. Manchi, was war das? Manchi Kamina Ilda. Manchi Kamina Ilda. Das hört sich so an, als wäre das hier oben irgendwo. Manchi. Oh Mann, ich will nur ein einziges Geschenk zurückbringen und dann die Aufnahme beenden. Ach Manu. Manchi. Also komisch an. Da, Manchi, Kamina, Hilda. Wo bin ich? Das steht doch eh nicht mehr. Komm. Da muss ich hin. Scheiße. Da muss ich hin. Zu dem hier. Industriehaltestelle. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Da oben. Ach du Scheiße. Okay, da muss ich hier mit dem Schiff fahren. Nach ganz hier unten.
könnte theoretisch zu Fuß laufen. Oder ich könnte einmal grün, einmal pink nehmen. Ja, komm. Dann fahren wir ganz los mit dem Schiff hier, was im Osten liegt. Im Osten. Ich hoffe, diese Züge gelten nicht als Schritte. Also Züge nehmen. Guck mal, das ist noch ein Geschenk. Von Pizza.de, richtig? Ne, raubt die Brause. Pizza.de ist gelber. Ich hoffe wirklich, dass diese Züge nicht als Schritte gelten. Und sonst haben wir verkackt. Das ist noch ein Geschenk, WTF. Ich hoffe, das ist kein befristetes Geschenk. Oh. Vom Sponsor Raubtierbrause. Ehrlich gesagt, diese Sponsor-Dinger. Da sage ich mal, komm, scheiß drauf. Zerbrechliches Geschenk. Baum der Schöpfung. So. Und galt das jetzt als Schritt? Ich glaube nicht. Weil sonst wäre es jetzt schon weg. Weil wir jetzt einmal komplett quer über die Map geflogen sind. Dann Haltestelle Hafen. Haltestelle Hafen, wo ist denn das? Scheiße. Richtung Nordosten. Wo ist Nordosten? Norden, Osten, in diese Richtung. Ups. Ist nicht da sogar schon? Das ist doch sogar schon. Nee, doch nicht. Scheiße. Mann, ich darf nicht zu viele Schritte gehen. Ich hoffe, Springen zählt nicht dazu. Ja, wo ist denn jetzt? Muss ich weitergehen? Na gut, da ist es sogar schon, oder? Ach Mann. Da. Ja, man darf halt nicht zu viele Schritte laufen, ne? Sonst verliert man halt das Geschenk. Wo muss ich lang? Ich bin jetzt hier, Haltestelle Hafen. Einmal grün nach Messe. Ups. Einmal grün Richtung Messe. Nächster halt Messe. Ah. So. Und dann einmal nächster halt Messe und dann Richtung Industrie. Dann pink Richtung Industrie, dann bin ich hier nahe dem Kamin. Dann pink Richtung Messe. Wie viele Schritte habe ich denn eigentlich noch? Eine Eilieferung. Ich habe noch 9400 Schritte. Komm, easy going. Ich glaube, das ist so abgerechnet, dass man gerade, dass man per Luftlinie. Achso, pink. Dass man da per Luftlinie gerade so noch hinkommen kann. Wenn man nicht die Uber nimmt. Industrie, ne? Next halt Industrie. Genau, da muss ich hin, ne? So. Jetzt dürfte ich hier sein. Nächste. Noch bei der Messe. Dann Richtung Norden, mehr so. Geh mehr so Richtung Norden jetzt. Also in diese Richtung. So. Halt auf diese Sponsorengeschenke. Stehe ich jetzt nicht so sehr. Ich würde gerne mal ein so ein Sponsorengeschenk abgeben. Ich habe zwei. Oh. Na. Deswegen. Was ist das eigentlich? Grün, was war das nochmal? Kein Plan. Ich hoffe, das war jetzt nichts Wertvolles. Wenn ja, tut's mir leid. So, wo muss ich jetzt lang? Einfach Richtung Norden latschen. Die ganze Zeit Richtung Norden, also in diese Richtung.
Da komme ich irgendwann mal an. Okay. Ach, das kenne ich hier, da war ich ja schon mal. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, dass die Dünne verbuggt ist. Ich glaube, da zu diesem Gebäude muss ich. Oder zu dem da hinten. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ein Abgabeort markiert ist. Wenn der überhaupt markiert ist. Dann muss ich jetzt hier rein. Nein, ich muss zu dieser, glaube ich, zu dieser Kirche. Oder neben der Kirche muss ich, glaube ich, hin. Dahin zu diesem Haus. Oder? Genau, ich stehe genau davor. Wo ist der Eingang da, ne? Genau. Dann muss es ganz nach oben. Gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ganz kurz, Junge, hilf mir mal. Okay, ich muss weiter in Richtung Südosten. Südosten, diese Richtung muss ich also gehen. Hier. Oder was? Hier? Jetzt muss ich weiter in Richtung Nordosten. Nordosten. Da lang. Hier. Ne, noch weiter. Jetzt mehr so Richtung Osten. Da hinter der Wand. Okay. Das ist so ein bisschen Gesuche halt, ne? Ich glaube, ich muss ganz nach oben, ne? Kann das sein? Nahe dem Kamin sein, wie das da halt auch steht. Ich bin gerade wirklich wie so ein Bote einfach. Ja, genau hier. Nicht? Nicht? Wieso nicht? Weil ich vom falschen Kamin bin. Okay. Wie viele Schritte habe ich noch? Ein fristes Geschenk noch 8000. Easy going, komm, easy going hier, ne? Muss ich hier hoch? Und das ist Geschenk, da ist der Abgabeplatz. Schneller, schneller. Ein Zehntel Marathon. Hab ich das abgegeben? Ich hab das abgegeben, nice. Oder? Nice! Gib ein befristetes Geschenk ab, yeah! Ein Zehntel Marathon. Ist auch schön. So, okay, wir haben es geschafft, Leute. Ich habe ein frisches Geschenk abgegeben. Und warum habe ich gerade keinen. Warum habe ich gerade keinen Fallschaden gekriegt? So. Da runterspringen ist keine gute Idee. Scheiße! Stimmt ja, wir haben jetzt tatsächlich Nein, die sind direkt alle kaputt gegangen. Oh nein. Oh Mann. Oh scheiße. Okay, komm. Wir geben jetzt nochmal die restlichen Geschenke ab, die wir hier haben. Ne? Jetzt können wir auch hier wieder Tonnen an Fallschaden erleiden. Scheiße. Oh Mann. So. Komm, latsche mich hier mal so ein bisschen rum. So. So. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich würde mal sagen. Zwei Feuchte. Rastisch und Weststadt. Da könnte ich nahe sein. Rastisch und Weststadt. Okay. Baum der Schöpfung. Südliche Gewässer.
Weststadt. Digitaler Geldbaum. Pizzabaum. Das ist auch schön. Energybaum. Wir müssten zum Sporn zurück. Wo sind wir gerade? Hier. Wir müssen jetzt wieder Richtung Süden. Okay, wir müssen jetzt wieder Richtung Süden zur Haltestelle Industrie. Gehen wir nochmal kurz das Pizza, das Haupttierbrause-Geschenk ab. Süden, glaube ich, war das, ne? Da lang. Der Richtung Industrieviertel. Ich mag diese Suche, diese Events sehr gern, muss ich sagen. War cool. Also, wie es halt auch gemacht wurde und alles, ne? Finde ich echt cool sogar. Wo komme ich hier runter? Egal, scheiß drauf. Nur zum Wissen, dass diese zerbrechlichen Geschenke so empfindlich sind. Das ist ganz gut sogar. Was? Ich kann mich nicht in so ein Minecart setzen? Ach man, ich kann mich in ein Minecart setzen. Und bitte ich mal ein bisschen shoppen. Eingang, genau. Das darf hier nicht. Oh Mann, ich will so eine Überwachungskamera haben. Hier, so eine. Komm, will ich. Brauche ich eher für Vlogs, ne? Alter, ich bei Vlogs, na Glückwunsch. Das Lager müssen wir zufällig. Das ist ein Geschenk. Das ist auch noch ein Geschenk. Was ist das? Ach du Scheiße. Wie lange bin ich eigentlich erblindet? Was? Was? Noch ein Lillip Wasserparcours. Jetzt habe ich zwei für den Lillip Wasserparcours. Was? Alter, ich bin eine Minute lang erblindet. Ja, nee, ist klar. Alter, ich fühle mich gerade wie so eine Horror-Map einfach. Wenn man so komplett erblindet ist. So. Alter, ich fühle mich gerade wirklich wie so eine Horror-Map einfach. Alter, ey. Da fehlt jetzt nur, dass so irgendjemand da steht. Einfach irgendein armer Stack mit so einem gruseligen Gesicht einfach. Ey. Aber ernsthaft, ich bin eine Minute lang erblindet und ich habe Water Breathing 2. Sehr schön. Alter, ja, nee, ist klar, Junge. Kostet 2. Alter. Hilfe. Muss ich lang? Ich hab Angst. Richtung Süden, nicht nach Norden. Hallo. Nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen? In Blindheit? Oder habe ich ein schweres Geschenk? Magisches, dunkles. Was? Solange ich dieses Geschenk trage. Ach du Scheiße. Wo muss das hin? Baum des Endes, nördliche Gewässer. Baum des Endes. Ach du Scheiße. Nördliche Gewässer da, ne? Genau. Da muss ich mit dem Boot hinfahren, mit dem Schiff. Ich muss, warte, ich muss hier hin. Komm ich hier, wenn ich hier lang fahre? Ach du Scheiße. Dann komme ich hier, wenn ich hier lang fahre. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Es ist schwer, dahin zu kommen. Ich muss, glaube ich, zur Haltestelle 19. Jahrhundert. Da muss ich mit Blau hin. Ach komm, ich muss auf jeden Fall zum Spawn. Wo bin ich jetzt? Ich muss weiter Richtung Süden. Richtung. Süden da lang. Mann. Ich muss erstmal dieses dunkle Geschenk abgeben. Sorry, aber. Dann zockt. Weil, ich bin halt so ein bisschen auf diese Sponsorgeschenke jetzt nicht so sehr wild.
weil ehrlich gesagt, ich mache da jetzt nicht so sehr mit, ne? Ich mache da jetzt bei diesem Sponsor und so jetzt nicht so sehr mit. Bei den Sponsorsachen, bei den Gewinnspielsachen. Und deswegen bin ich jetzt nicht so sehr wild drauf, diese Geschenke abzugeben. Ne? Vielleicht nur auf diese Erfolge halt wild, ne? Vielleicht nur diese Erfolge halt machen. Und die so ein bisschen die Gegend erkunden, ne? Komm. Können wir auch ganz kurz hier die Minimap mal benutzen. Rauszoomen können wir gerade nicht. Schon maximal rausgezoomt. Und hier ist irgendwo das Spawn. Na egal. Das ist jetzt auch nicht so sehr viel auf der Minimap. Oder auf der großen Map. Aber wir nutzen echt lieber die dünne Map. Sind wir schon zu weit? Ich bin schon zu weit. Ich muss weiter Richtung Osten. Da lang. Das Problem, ich sehe nichts, ne? Deswegen ist ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd gerade. Ich hoffe, ich finde die U-Bahn-Station. Muss weiter Richtung Osten. Bei mir kann es mehr laufen. Manu. Lädt die überhaupt noch? Ja, okay. Noch weiter Richtung Osten. Na, Glückwunsch. Hier irgendwo? Ich sehe nichts. Ganz kurz. Noch weiter Richtung Osten. Ein bisschen ungeduldig, ne? Ja. Merkt man aber auch, weil ich sehe nichts. Genau gar nichts sehe ich. Ich sehe nur, dass hier jetzt Laternenpfosten ist. Wo bin ich jetzt? Zu weit, okay. Du hast Richtung Nord. Meschten da lang. Ja, genau, ich muss da hier rein, glaube ich. Genau, U-Bahn-Industrie. Wo muss ich lang? Ich muss zum Spawn, das ist hier lange. Pink Richtung Messe. Okay, Pink Richtung Messe. Das kriege ich sogar noch hin. Industrie. Pink Richtung Messe. Ich sehe gar noch gar nichts, Mann. Pink Richtung Messe. Was habe ich eigentlich alles noch? Geschenken. Feucht, Raubtierbrause, magisch und hier so ein scheiß dunkles Geschenk. Ich dachte, man erblindet für eine kurze Zeit. Haltestelle Industrie. Nächste halt. NASA, ne, muss die lang. Fährt das Messe. Ich sehe genau gar nichts einfach. So. Jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich mit grün weiter Richtung Stadtzentrum. Okay. Mit grün weiter Richtung Stadtzentrum. Ich hoffe, ich kann hier raus. Mann. Hä? Ah. So, grün weiter Richtung Stadtzentrum. Leck. Dann. Ah, Querbel. Querbel Stadtzentrum, sehr gut. Worüber ich mir gerade auch Sorgen mache. Ob ich jetzt zu leise bin eigentlich. Ich hoffe ja mal nicht. Ich hab's aus wie eine Horror-Map. Ups, deswegen einen Screenshot gemacht, wollte ich gar nicht. Da kann ich halt Thumbnail benutzen. das Stadtzentrum muss ich jetzt, ne? Hier ist die Treppe, sehr gut. Muss ich zum Spawnen? Ich weiß nicht. Gebe ich jetzt schon mal das Raubtierbrause-Geschenk ab? Komm.
Na gut, da sehe ich schon mal die Schrift. Hauptbrowser, wo waren das jetzt nochmal? Ich bin jetzt hier. Das ist die Minimap, die Dünnmap, wenn man manchmal nicht nachlädt. So, wo muss ich hin? Spawnstadt. Okay, ich muss doch ein bisschen weiter. Nee, dann lass ich's mal. Ganz kurz, wo war das nochmal? Wo muss ich nochmal hin? Geschenkesack. Da. Baum des Endes. Nordöstliche Gewässer. Da muss ich hin. Da muss ich dann hier hin. Muss ich hier hin? Muss ich entweder. Okay. Da muss ich hin lang. Entweder hier. Ah ja, 19. Jahrhundert, da wollte ich hin, genau. Ich wollte zum 19. Jahrhundert. Haltestelle 19. Jahrhundert. Da muss ich zweimal in Blau fahren. Einmal Walk Street und 19. Jahrhundert, okay. Blau, Walk Street, 19. Jahrhundert. Muss ich doch wieder zurück, Mist. Ah, scheiße. Kann man hier Filter? Ich sehe genau, gar nichts einfach. Ja, okay, das sind halt auch die Sinn von diesem dunklen Geschenk. Und viele würden jetzt auch sagen, Alter, schmeiß doch jetzt endlich weg. Aber ich will es ehrlich gesagt gerne abgeben. Schon so. Warte, wo muss ich lang? Blau, ne? Muss ich wieder hoch, glaube ich, oder? Arg. Muss mit Blau fahren. Ach hier. Da lang. Jetzt lohnt es sich auch ehrlich gesagt weniger, jetzt die ganze Gegend zu erkunden. Ich glaube, hier muss ich runter für Blau, ne? Blau, genau. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ah, Walk Street, genau. Walk Street fährt bis 19. Jahrhundert. So. Jetzt nochmal geradeaus weiter. Fährt bis 19. Jahrhundert. Okay, System-Error. Was? jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich Richtung Süden zur Anlegestelle 19. Jahrhundert. Also richtig weit Richtung Süden. Also in diese Richtung. Ah, toll. Das kann ich auch mal wieder anmachen hier. Wo komme ich jetzt schon raus? Wo komme ich hier wieder raus? Vielleicht hier? Nein? Ach warte, ich muss auf der anderen Seite raus, wahrscheinlich. Ja, da seht ihr mal, es ist nicht leicht, blind zu sein. Alle Blinden da draußen, die meine Videos sehen sollten, was sie eh nicht tun. Da das eigentlich auch sinnfrei ist. Yeah, Weihnachtsmarkt! Wuhu! Yeah, wuhu! So, erstmal Richtung Süden. Pro Erfolg gibt's also einen Cent. Das ist auch schön. Zieh immer weiter Richtung Süden. Und ich darf jetzt auch nicht. Habe ich eigentlich zerbrechliche Geschenke? Nee, ich glaube nicht. Nur feuchte Geschenke. Aber als nächstes, wenn ich das jetzt endlich abgegeben habe, wo bin ich jetzt überhaupt? Bin ich jetzt in einem Gebäude? Bin ich jetzt bei einer U-Bahn? Scheiße. Ich gehe jetzt einfach mal so weiter. Wow, ich bin in der Bank. Scheiße.
die Community hier ist auch richtig nett, ne? Es ist wirklich sehr schön. Mit dem, was er da vorhin gesagt hat, ne? Schon ein bisschen nervig. Ich kann noch nicht mal rennen. Ganz kurz, komm. Ich nehme jetzt einen Lahmgaul. Und dass ich gerade eben so schnell war, lag nur daran, dass es gelaggt hat. Dann bin ich, glaube ich, sogar ein bisschen schneller. Ich bräuchte auch echt mal ein neues Reittier einfach. Jetzt renn doch mal. Ich brauche echt mal ein neues Reittier. Ich glaube, ich bin da, ne? Ich bin da. Jetzt muss ich Richtung Süden, Richtung Westen. Okay, hier lang. Okay, rennen mit dem Reittier kann ich auch nicht. Ist gerade im Moment vielleicht auch eine schlechte Idee. Ich will nämlich nicht im Wasser landen. Kann ich nämlich wieder schwimmen. Und das wollt ihr alle nicht. Das ist gebaut, Alter. Da, ich wette. Scheiße. Ja, okay, jetzt können wir schwimmen. Ich brauche irgendwo einen Platz, wo ich mich hinstellen kann. Dann geh, Junge. Ja, hier komme ich raus, sehr gut. Ich war mir gerade unsicher, ob ich überhaupt wieder rauskomme. So, wo muss ich jetzt lang? Einmal um dieses Becken rum. Okay. Also erstmal Richtung Norden. Ups, das wollte ich nicht. Das war hier so. Okay, einmal um dieses Becken rum. Ein Blinder, der ein Esel reitet, sein Maultier. Das ist auch schön. Wo bin ich jetzt? Ich gehe weiter Richtung Süden. Dann geh doch. Wo muss ich lang? Oh, da. So, hier muss ich lang. Nicht alles ist alt in der Altstadt. Der Name dürfte alt sein, ja. So, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich von hier aus nach Norden, glaube ich. Wo waren das jetzt? Baum des Endes hier. Ach, du Crap. Der fährt ja gar nicht. Der fährt bis dahin. Ach du Scheiße. Fuck. Der fährt ja gar nicht. Der hält da nicht. Ach du Scheiße. Okay. Uns steht ein längerer Trip bevor. Scheiße. Ach Crap, der hält da gar nicht. Das sehe ich erst jetzt. Okay. Richtung Westen. Ja. Westen, hier lang müssen wir. Ach du Scheiße, vor allem der hält er erstmal nicht. Ich glaube, wir fallen jetzt nicht in irgendeinen. Hilfe, 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 Hilfe! Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht in irgendein Becken. Das ist nämlich ein bisschen suboptimal. Ich gehe auch Richtung Norden. Oh nö, jetzt muss ich hier den Berg hoch. Oh nö. Warte. Ach nee, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht rennen. Mann, wie sollen wir da ankommen? Wir müssen nach Richtung Westen, also. Bevor ich das geschenkt. Cool, das dritte
Was ich noch lila bringen muss, das ist auch schon. Jetzt geht doch ein. Jetzt komme ich hier noch nicht mal hoch. Wie soll man da hinkommen? Ja, nee, ist klar. Hä, wie soll man da hinkommen? Der hält da ja nicht. Oh ne, sag ich, wir müssen schwimmen. Weil da müsst ihr theoretisch hin. Bis theoretisch dahin, Nordküste. In der Stelle Mittelalter. Gibt's auch keinen Ufernweg oder so, ne? Oh Junge. Schnee. Flugzeug? Gibt auch Flugzeuglinien. Wie cool. Ach so, okay, die Leuchtturm bedeuten Flugzeug. Und das ist Zug, okay. Wo kommt man da jetzt am besten hin? Du würdest einfach immer weiter Richtung Westen latschen. Aber da kommt man nicht lang. Dahin. Jetzt geh doch mal. Hä? Da hat ein Nametag gehabt. Muss ich doch mal eine Aufnahme gleich mal sehen. So, Fußlaufen ist auch scheiße. Ach Mann. Ich würde mal sagen, komm, scheiß auf das dunkle Geschenk. Da müssen wir theoretisch Jahre laufen. Und das ist für das Let's Play ein bisschen scheiße. Ganz kurz. Wie viel kriegen wir denn für so ein dunkles Geschenk? Gib ein dunkles Geschenk ab. Es war so dunkel. Ich würde mal sagen, wir geben na komm, wir geben nur das hier ab. Ich würde das schon gerne abgeben, wirklich, ne? Aber so langsam nervt das echt wirklich. Vor allem, da kommt man noch kaum hin. Da muss man theoretisch jetzt Jahre laufen. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen hier, ne? Das war dumm. Das sollte ich größer machen. So. Kannst du ja gerade mal ganz kurz zeigen. Wir sind hier. Hier. Wir müssten jetzt hier, und hier müssen wir hin. Das ist gerade so mega komisch einfach. Da ist die Maus, die man da sieht. Ich meine Maus ist. Also, ja, schon eigentlich meine, aber naja. Ich zeige das gerade im Aufnahmeprogramm, ne? Deswegen. Also hier müssen wir halt hin. Mein Datei ist schon 3 GB groß, aber egal. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Und ich hätte jetzt gedacht, wir fahren jetzt hier und dann halten wir hier. Und können dann nach hier hinschwimmen. Ah, das geht ja nicht, weil ich habe jetzt, ich habe gerade eben gesehen, der fährt hier einfach mal durch. Dann müssen wir theoretisch entweder jetzt hier wieder bis hierhin schwimmen. Oder ich würde mal sagen, ich mache das offscreen. Leute. Die Folge hat schon eh immense Überlänge. Wie man es von mir gar nicht kennt. Dann würde ich mal sagen, ich nehme eine neue Folge jetzt auf und sage, schau Leute, beziehungsweise wir gehen erstmal noch zu kurz zu dem Schiff. Komm, wir gehen zum Schiff ganz nochmal ganz kurz. Ne, Folge hat eh schon immense Überlänge. Da können wir auch mal sagen, komm, scheiß drauf. Ja.
Okay, gehen wir noch mal kurz zum Schiff, zum Boot. Wo muss ich da lang? Weiter Richtung Süden. Gehen wir weiter Richtung Süden. Dann. Autsch. Hier, ne? Genau, oder? Das war auch der, oder? Das war der, okay. Dann würde ich jetzt mal sagen. Ciao, Leute, wir sehen uns. Ich mache das jetzt kurz offscreen. Bye bye und ciao.